Heute Morgen sind wir losgefahren. Wir sind jetzt hier in Hofterholm auf dem E4 Campingplatz. Ah, Mücken, ne? Ja, aha, siehst du? Ja, ich habe ja gesagt, hier gibt es Mücken in Schweden. Wir sind hier an der Rezeption, können leider noch nicht viel sagen zu Preisen, weil wir uns selber noch nicht angemeldet haben. Das ist ein Naturcampingplatz. Mit, ich glaube, 50 Plätzen hieß es, aber richtig schön, man kann es hinstellen, wo man möchte. Man hat alles, was man braucht, von Duschen, dann kann man hier spülen, Toiletten, alles, was man braucht, Fähr- und Entsorgung, bestens Strom. Strom und einen See. Genau. Und den zeigen wir euch jetzt gleich. Also wir gehen jetzt erstmal ein bisschen was über den Platz. Und ja, ihr kommt einfach mit. Ne? Ihr kennt das ja schon von unseren anderen Platzvorstellungen. Eigentlich wollten wir nicht mehr so viele Platzvorstellungen machen. Aber kann ja nicht schaden. Ne? Für die Leute, die mal nach Schweden wollen. Also ich kenne alleine schon ja, zwei Pärchen, die wollen dieses Jahr noch nach Schweden. Und ja. Es lohnt sich. Ich kann nur sagen, es lohnt sich wirklich. Ja, wir machen das ja auch so. Ne? Wir gucken ja auch vorher mal rein. Was gibt's? Wo sind wir? Oder wo wollen wir hin? Und was gibt's da zu sehen? Also, erstmal hier Rezeption. Na, gehen wir erstmal hin. Fangen wir vorne an. Ne? Was ich sehr geil finde in Schweden, ne, immer ne, überall die schwedische Fahne. Egal wo ihr hinkommt, ihr könnt sicher sein, schwedische Fahne. Ach, da steht der Preisschatz. Hier, das ist cool. Das Schild, Rezeption ist geöffnet von 18 bis 19 Uhr. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt. 200 Kronen kostet Camping, 50 Kronen kostet Strom. Zusammen 250 logischerweise sind ungefähr 25, knapp unter 25 Euro. Wenn man da durch die Bäume guckt, kann man das sehen. Ich gehe mal ein bisschen höher. Da hinten sieht man schon einen Teil vom See. Im Übrigen der Baulärm im Hintergrund, ne, der stört nicht wirklich. Kann sein, dass der Mikrofon laut darüber kommt, wie es wirklich ist. Was mir aufgefallen ist, hier sind unheimlich viele Deutsche. Ne? Also es gibt viele Deutsche, es gibt auch Deutsche, die hier Dauercamper sind. Ne? Ja, ich habe mit welchen gesprochen. Ich habe das ganze Jahr über den Platz gemietet. Können auch ein bisschen Auskunft geben, wo wir uns hinstellen dürfen und so. Weil da vorne steht auch an der Rezeption, dass man sich nicht direkt an den See stellen darf. Na, aber ja, wir haben super Seeblick. Wir zeigen euch gleich mal, wie wir stehen. Ne? Also, dann fangen wir hier vorne an. Ich denke, das sind so Fischerhütten. Ne? Ferienhäuser, ja. Ja, weiß ich, ob das Ferienwohnungen sind oder die werden, ja natürlich, aber die werden dann schon, ich denke mal so als Fischerhütten werden die angepriesen. Ne? Das hat man ja schon mal öfter gesehen in Schweden. Für die Angler, ne? Na ja gut, ob du jetzt angelst oder nicht angelst, ist wahrscheinlich egal. Das ist der einzige Vorschlag, wenn du angeln möchtest, musst du dir so einen Angelschein holen. Ja. Der kostet, aber sonst kannst du den See komplett benutzen. Hier war der auch schon drauf. Bei bestem schwedischem Wetter. So, dann seht ihr hier, habt ihr die Hütten. Ja, und dann geht es natürlich los. Da steht schon ein Camper. Und das schön, also ich mag das ja in Schweden. Ne? Ich weiß nicht, wie dir geht. Ich liebe das, wenn da nicht immer alles so steril eingezäunt ist. Alles muss in Reihe stehen. Ich habe da immer so als Beispiel, ich war da selber noch nie, aber ich habe es im Fernsehen gesehen, Italien Lido, Camping Lido. Ja, ne? Ganz, ganz furchtbar. Ganz viele Vorschriften, man darf nichts. Ich hasse überall Strom zwischendurch, kann stellen, wie lustig bist. Und ich verlange sogar, dass da, guck mal, na. Da drüben, da haben wir eine Stromsäule. Verlangen sogar, dass du mindestens 3 Meter Abstand hin zum nächsten. Habe ich gerade gelesen vorne. Jetzt weiß ich auch, wo du die Wassersäule gesehen hast. Guck. Ah, da, ja. Na, hier haben wir eine Wassersäule. Hier gibt es mehrere am Platz. Aber weil wir jetzt gerade mal hier hingehen. Da haben wir eine Wassersäule. Da hinten kann man schon ein bisschen was vom See sehen. Wortspiel. Ich hätte echt eine Mücke. Aha, guck an. Mückenzeug drauf machen. Mügger heißt ja. Das. Mügger. Ich werde keine Werbung machen, das ist super hier aus Schweden. Ja. Nein, Mügger ist wirklich gut. Also kann ich echt nur empfehlen. Für die schwedischen Mücken. Oder ja. Gegen die schwedischen Mücken. Ja, nicht für die schwedischen Mücken. So, da haben wir. Wir gehen gleich mal in den See, würde ich sagen, ne, oder? Geh mal. Einfach mal hier so ein bisschen über den Platz.
dass man einfach ein bisschen sehen kann. Die Sanitäranlagen sind halt nicht mehr die neuesten, aber ich finde auf jeden Fall mehr als ausreichend. Genau so soll es sein. Ne? Ja, also, dass man duschen kann, auch richtig. Kann. Wir machen das ja auch so. Wir fahren ja nur auf Campingplätze, damit wir uns auch mal duschen können. Also, oder mit genug Platz duschen, ja, können. Oder auch mal Frischwasser nachladen oder die Toilette mal leer machen und. So, und jetzt gucken wir noch mal hier rüber. Da seht ihr, dass wir mit dem Bötchen kommen. Und hier, da in der, ja, soll ich sagen Scheune? In der Hütte, genau. Also in der größeren, da sind die Duschen drin, wo der Mann rauskommt, sind die Duschen drin. Toiletten. Und hier vorne in dem Kleinen, das ist die Outdoor-Küche. Sollen wir da gerade mal hingehen? Ja, oder? Ist auf jeden Fall offen. Da kann man schön... Komm mal, gehen wir gerade mal gucken. Mache ich nämlich gleich. Genau, das ist auch so eine Sache. Ne? Spülen ist natürlich immer einfacher, wenn... Wir das nicht im Wohnmobil machen müssen. Genau. So, Achtung, hier ist kein Trinkwasser. Ne, steht auch dran. Ja. Und hier, guck mal, wie schön... auch vollkommen ausreichend die Outdoor-Küche. Schöne Aussicht hier. Ne? Hier auf den See. Und hier gibt es Trinkwasser. Das ist der Müll. Ja, hier die Müllstation. So. Ja, ist mir schon klar, so nicht gemeint, das waren wir jetzt. Hey. Da hinten stehen wir. Einmal hinter dem Boot. Da seht ihr ja. Tanja und Marco, Reiselos, Schadertagsfrust. Die haben, glaube ich, alle ein Boot. Bietet es sich auch an, ne, wenn man so im See steht. Ja. Dann haben alle Leute ein Boot. Ja, zumindest die Leute, die öfters herkommen oder die Dauercamper sind. Ne? Also wir sind auch direkt hier super in das Gespräch gekommen. Gar kein Problem. Die Leute sind alle offen. Und wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher. Ich meine sogar, der Besitzer, Pächter, ist vielleicht sogar ein Deutscher. Das werden wir nachher sehen. Genau. So, dann haben wir hier noch. Na, aber ich denke, das reicht jetzt erstmals als Einblick, oder? Ich denke auch. Wir gehen nochmal runter an den See. Diese Campingplätze sind ja ganz, ganz viel entstehen. Das mache ich ja wirklich so. Ja, Naturcampingplätze, genau. Ich war gerade am Überlegen, wie du, was du meintest, diese Campingplätze. Ja, genau, genau. Naturcampingplätze sind wirklich ganz, ganz stark in Schweden vertreten. Und wie wir letztes Jahr in Schweden waren, da haben uns die ja auch bewusst rausgesucht. Ja, zwei, ne? Oder drei hatten wir aber richtig schön. Auch immer direkt am See. Alles ja hier passt immer, was irgendwie schon am See steht. Ja. Für den gibt es ja bei uns nicht. Ja, es ist schwerer hier ohne Wasser zu stehen, wie am Wasser zu stehen, denke ich. Ne? So, jetzt haben wir hier, guck mal. Von der Badestelle hier. Von hier aus kann man ins Wasser gehen. Also, mir wurde eben gesagt, da gehen wir jetzt als erstes hin. Da hinten, auf der anderen Seite, da hinten, wo das Boot am Angeln ist, also im Prinzip von Spitze zu Spitze, auf der anderen Seite könnte man richtig schön spazieren gehen. Ja, wie kommt man da hin? Wir haben kein Boot. Nee, nur ein Sub. Genau, aber wir machen es nicht mit dem Sub. Also ich mache es nicht mit dem Sub, weil, ne, das wird nass. Ich kann sitzen machen. So, jetzt haben wir hier einmal, ne, einmal die Sicht auf den See. Das habe ich so vermisst, ne, Schweden, ehrlich. Ja, vor allen Dingen bis jetzt, ne, bis dato spielt das Wetter richtig toll mit. Wie letztes Jahr auch. Wenn Engel verreisen. Wenn Engel verreisen, ja. Aber du bist dabei. Hey, ich glaube, das meinst du positiv. Ja, natürlich. So, dann haben wir hier die andere Seite. Das ist auch blöd gesagt, die andere Seite ist immer noch der gleiche See. Aber
von so einer kleinen Zunge, da gehen wir gleich auch mal hin, quasi getrennt. Ja, und uns gefällt das hier so toll, beziehungsweise der erste Eindruck hier, der ist so positiv, dass wir gesagt haben, wir bleiben hier zwei Nächte. So, und jetzt gehen wir mal hier rein und gucken uns mal die Aussicht an. Da war Tanja nämlich auch noch nicht. Na, hier habt ihr eine Bank. Könnt ihr euch was rumlümmeln. So. Da ist ein Steg. Und hier sind die Wasserläufer wieder. Die kennen wir ja noch vom letzten Jahr. Boah, ist das ein tolles Bild, oder? So, und das habe ich selber auch noch gar nicht so gesehen. Hier müssen wir gleich mal ein Foto machen von uns beiden. Boah, ist das toll. Leute, ihr müsst herkommen, ohne Blödsinn. Ich werde euch das in die Videobeschreibung reinpacken, wo wir hier sind. Boah, ein Traum. Also ich bin gerade so ein bisschen abgeflasht. Boah. Ja, sprachlos ist immer blöd, wenn man Videos macht. Aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wunderschön. So, und dann gehen wir mal hier auf den Steg. Muss mal aufpassen, wo ich hintrete. Hier, deswegen. So. Und jetzt machen wir einmal mal hier so einen Rundumschwenk. Jetzt steigt der Knacht ganz schön. Ein bisschen was Angst. Ah, hier ein Blinker. Den hat den einer vergessen. Hier absichtlich hingelegt. Hier kann man auch noch mal rüber gucken. Ein Stück vom Campingplatz, also den Strand sehen. Also wir können es wirklich nur empfehlen, oder Tanja? Unser Programm. Unser Programm heute. Gleich geht der Grill an. Und ja, Wasser haben wir schon ausprobiert. Was sagen wir zum Wasser? Richtig warm, ne? Richtig warm. Ja. Also, ausprobiert, ich bin reingefallen. Ja. Ich werde es euch verlinken. Nein, ich werde wahrscheinlich auch noch reinschneiden. Aber wir gucken mal.
Ja, und zum Schluss bleibt mir noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, ne, es werden noch mehrere Videos aus Schweden folgen. Wir hoffen, dass wir weiterhin so ein Glück haben wie hier, solche tolle Plätze zu finden. Und wir würden uns freuen für einen Daumen nach oben, ein Abo, falls noch nichts geschehen ist. Wir sehen uns unterwegs. Macht's gut, euer Marco und Tanja. Ciao. Tschüss.